Hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Folge von Weekly Report. Aufgrund der Länderspielpause fand vergangene Woche für unsere Kampfmannschaft kein Spiel in der Erste Bank Eishockeyliga statt. Dadurch können wir euch heute leider über keine neuen Spielergebnisse berichten. Wir möchten euch aber natürlich in dieser Ausgabe wieder einen unserer Cracks der Vienna Capitals vorstellen. Vor kurzem haben die Vienna Capitals ihren Kader durch einen Spieler, der seine ganze Karriere bislang im Ausland verbracht hatte, verstärkt. Wir haben uns das zum Anlass genommen, um den gebürtigen Klosterneuburger Peter Schneider etwas besser kennenzulernen. Peter Schneider zurück in der Albert-Schulz-Eishalle, dort, wo alles begann. Also ich bin hier aufgewachsen. Ich habe, bis ich 14 war, auch bei den Junior Capitals damals gespielt. Bin immer im Sommer da, kenne fast alle in der Mannschaft persönlich sehr gut. Und also für mich war das eine Heimkehr, meine Familie ist da. Das ist alles ein wichtiger Grund der Entscheidung. Bereits im Sommer trainierte Schneider mit dem Team von Head Coach Serge Aubin, um sich für seinen damaligen Club in der ECHL, die Kalamazoo Wings, fit zu halten. Schon damals war der 26-Jährige von den Caps begeistert. Das Management trifft super Entscheidungen und der Trainer ist Weltklasse, das ganze Trainerteam. Die Mannschaft ist eine Einheit. Schneider ist ein klassischer Power-Forward. Mit seiner Schnelligkeit passt er perfekt in das Cap-System. Und der Stürmer kann auf 7 Jahre Auslandserfahrung zurückgreifen. In seiner Jugend spielte Schneider in Tschechien und der Slowakei. Mit 19 Jahren ging es dann nach Nordamerika. Überall lernt man ein bisschen was anderes vom Eishockey. Vielleicht in Amerika ein bisschen mehr auf dem kleinen Feld die Härte und Entscheidungen einfach schneller zu treffen. Wie es sich anfühlt, mit den Caps Meister zu werden, weiß Schneider. Beim ersten Titelgewinn 2005 war er live dabei. Da war ich damals noch bei den Junior Capitals und habe auch zugeschaut. Das war damals die Ära, wo auch der Dieter Kalt auch noch da gespielt hat. War ein super Erlebnis in der Halle. Schon einige Jahre her, aber es hat mich gefreut, dass die Mannschaft da letztes Jahr das wiederholt hat. Die Vienna Capitals und die Albert-Schulz-Halle maßgeschneidert für die neue Nummer 3 der Caps. Wir wünschen Peter Schneider natürlich eine erfolgreiche Saison mit den Vienna Capitals. Apropos Erfolg, die Länderspielpause ist vorbei. Die Caps haben heute wieder zum ersten Mal gemeinsam trainiert und wir haben uns vor dem Training mit unserem Kapitän Andi Nödel getroffen, um mit ihm über den Trainingsstart nach dem International Break zu sprechen. Um 10.30 Uhr versammelt Head Coach Serge Aubin seine Cracks auf dem Eis. Die Länderspielpause nutzten die meisten Spieler für Kurzurlaube. Taylor Voss zog es nach Malta, Tyler Kjuma nach Rom und Captain Andreas Nödel in seine zweite Heimat. Ich war 6 Tage lang in Amerika, ein bisschen abschalten und war recht entspannend, also war super. Jetzt gilt die volle Konzentration aber dem kommenden Heimspielwochenende. Am Freitag wartet in der Albert-Schulz-Eishalle Fehervar, am Sonntag das Ostderby gegen Znaim. Gestern haben wir schon wieder trainiert, war super und im Endeffekt macht es uns allen einen Spaß, überhaupt wenn es gewinnt, ist super und deswegen freuen wir uns alle auf eine Woche Training und dann am Freitag geht es dann eh schon wieder los. Das erste Duell gewannen die Caps in Fehervar mit 9:1. Mit einem ähnlich lockeren Spaziergang wie damals beim Schützenfest in Ungarn rechnet Nödel am Freitag nicht. Ich glaube, da haben auch 6 oder 7 Powerplay-Tore geschossen. Also es ist eine komplett andere Mannschaft, glaube ich. Und wird ein guter Kampf für uns. Und wir werden bereit sein. Und ich glaube auch die wollen eine Revanche haben. Und hoffentlich werden es 3 Punkte. Für alle Caps-Fans heißt es am Freitag und Sonntag nicht nur ab in die Halle, sondern auch mitmachen beim Caps-Auswärtsspiel deines Lebens. Wir verlosen jeweils einen Platz für das Auswärtsduell der Vienna Capitals am 21. November in Graz. Mit dem Privatjet geht es zum Spiel, dort genießt du als VIP-Gast die Partie. Alle Infos findest du auf www.vienna-capitals.at. Ja, wir hoffen, dass es für unsere Caps jetzt nach der Pause wieder genauso erfolgreich weitergeht, wie es davor der Fall war. Und jetzt ist es auch schon wieder an der Zeit, den Kalender rauszuholen, denn wir werfen einen Blick auf die nächsten Termine unserer Vienna Capitals. Unsere Kampfmannschaft sehen wir endlich wieder am 17. November im Spiel gegen Fehervar AV19. In der ersten Liga trifft unsere Mannschaft am 24. November auf SC Csíkszereda und die U20 der Vienna Capitals spielt am 16. November gegen die Gäste aus Laibach. Wir freuen uns wieder auf den nächsten Montag, wenn wir euch wieder mit einigen Neuigkeiten rund um die Vienna Capitals versorgen dürfen. Bis dahin eine schöne Woche!